Ich bin der Flamur Schauer. Wir haben den Freitag, den 14. Januar 2022. Wir sind beim Abschnitt 7. Abschnitt 7, Wirtschaft. Artikel 94, Grundsätze der Wirtschaftsordnung. Absatz 1. Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Absatz 2. Sie wahren die Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft und tragen mit der privaten Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen Sicherheit der Bevölkerung bei. Absatz 3. Sie sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft. Absatz 4. Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch Maßnahmen, die sich gegen den Wettbewerb richten, sind nur zulässig, wenn sie in der Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begründet sind. Artikel 95. Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit. Absatz 1. Der Bund kann Vorschriften erlassen über die Ausübung der privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. Absatz 2. Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum. Er sorgt, also nochmal, Absatz 2. Absatz 2. Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum. Er gewährleistet. Er gewährleistet, dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössischen kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können. Absatz 3. Zum Schutz der Volkswirtschaft, des Privateigentums und der Aktionärinnen und Aktionäre sowie im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung regelt das Gesetz die im In- oder Ausland kotierten Schweizer Aktiengesellschaften nach folgenden Grundsätzen. A. Die Generalversammlung stimmt jährlich über die Gesamtsumme aller Vergütungen, Klammer, Geld und Wert der Sachleistungen, Klammer zu, des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates ab. Sie wählt jährlich die Verwaltungsratspräsidentin oder den Verwaltungsratspräsidenten und einzeln die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses, sowie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Pensionskassen stimmen im Interesse ihrer Versicherten ab und legen offen, wie sie gestimmt haben. Die Aktionärinnen und Aktionäre können elektronisch fernabstimmen. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ist untersagt. B. Die Organmitglieder erhalten keine Abgangs- oder andere Entschädigung, keine Vergütung im Voraus, keine Prämie für Firmenverkäufe, keine Prämie für Firmenkäufe und Verkäufe, also und Firmenverkäufe, und keinen zusätzlichen Beratervertrag oder Arbeitsvertrag von einer anderen Gesellschaft der Gruppe. Die Führung der Gesellschaft kann nicht an eine juristische Person delegiert werden. C. Die Statuten regeln die Höhe der Kredite, Darlehen und Renten an die Organmitglieder,
deren Erfolgs- und Beteiligungspläne und deren Anzahl Mandate außerhalb des Konzerns sowie die Dauer der Arbeitsverträge der Geschäftsleitungsmitglieder. D. Wieder Handlungen gegen die Bestimmungen nach den Buchstaben A bis C wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und Geldstrafe bis zu 6 Jahresvergütungen bestraft. Artikel 96 Wettbewerbspolitik. Absatz 1. Der Bund erlässt Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen. Absatz 2. Er trifft Maßnahmen a. zur Verhinderung von Missbräuchen in der Preisbildung durch marktmächtige Unternehmen und Organisationen des privaten und des öffentlichen Rechts, b. gegen den unlauteren Wettbewerb. Artikel 97. Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten. Absatz 1. Der Bund trifft Maßnahmen zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten. Absatz 2. Er erlässt Vorschriften über die Rechtsmittel, welche die Konsumentenorganisationen ergreifen können. Diesen Organisationen stehen im Bereich der Bundesgesetzgebung über den unlauteren Wettbewerb die gleichen Rechte zu wie den Berufs- und Wirtschaftsverbänden. Absatz 3. Die Kantone sehen für Streitigkeiten bis zu einem bestimmten Streitwert ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches Gerichtsverfahren vor. Der Bundesrat legt die Streitwertgrenze fest. Artikel 98. Banken und Versicherungen. Absatz 1. Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen. Er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung. Absatz 2. Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen. Absatz 3. Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen. Absatz 1. Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes. Diesem allein steht das Recht zur Ausgabe von Münzen und Banknoten zu. Absatz 2. Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- und Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient. Sie wird unter Mitwirkung und Aufsicht des Bundes verwaltet. Absatz 3. Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven. Ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. Absatz 4. Der Eingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens 2/3 an die Kantone. Artikel 100 Konjunkturpolitik. Absatz 1. Der Bund trifft Maßnahmen für eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung, insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Teuerung. Absatz 2. Er berücksichtigt die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Landesgegenden. Er arbeitet mit den Kantonen und der Wirtschaft zusammen. Absatz 3. Im Geld- und Kreditwesen, in der Außenwirtschaft und im Bereich der öffentlichen Finanzen kann er nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Absatz 4.
Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen in ihren Einnahmen- und Ausgabenpolitik die Konjunkturlage. Absatz 5. Der Bund kann zur Stabilisierung der Konjunktur vorübergehend auf bundesrechtlichen Abgaben Zuschläge erheben oder Rabatte gewähren. Die abgeschöpften Mittel sind stillzulegen. Nach der Freigabe werden direkte Abgaben individuell zurückerstattet. Indirekte zur Gewährung von Rabatten oder zur Arbeitsschaffung verwendet. Absatz 6. Der Bund kann die Unternehmen zur Bildung von Arbeitsschaffungsreserven verpflichten. Er gewährt dafür Steuererleichterungen und kann dazu auch die Kantone verpflichten. Nach der Freigabe der Reserven entscheiden die Unternehmen frei über deren Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Verwendungszwecke. Artikel 101 Außenwirtschaftspolitik. Absatz 1, also Artikel 101 Außenwirtschaftspolitik, Absatz 1. Der Bund wahrt die Interessen der schweizerischen Wirtschaft im Ausland. Absatz 2. In besonderen Fällen kann er Maßnahmen treffen zum Schutz der inländischen Wirtschaft. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Artikel 102 Landesversorgung. Absatz 1. Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicher für den Fall machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren Mangellagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag. Er tritt vorsorgliche Maßnahmen. Absatz 2. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Artikel 103 Strukturpolitik. Der Bund kann wirtschaftlich bedrohte Landesgegenden unterstützen sowie Wirtschaftszweige und Berufe fördern. Wenn zumutbare Selbsthilfemaßnahmen zur Sicherung ihrer Existenz nicht ausreichen, er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. Artikel 104 Landwirtschaft Absatz 1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur a. sicheren Versorgung der Bevölkerung b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft c. dezentralen Besiedlung des Landes Absatz 2 Ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe. Absatz 3. Er richtet die Maßnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben. A. Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises. B. Er fördert mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen Produktionsformen, die besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich sind. C. Er erlässt Vorschriften zur Deklaration von Herkunft, Qualität, Produktionsmethode und Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel. D. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten Einsatz von Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen. E. Er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung fördern sowie Investitionshilfen leisten. F. Er kann Vorschriften zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes erlassen. Absatz 4.
Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus dem Bereich der Landwirtschaft und allgemeine Bundesmittel ein. Dann geht es weiter mit Artikel 104a Ernährungssicherheit. Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln schafft der Bund Voraussetzungen für a. die Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere des Kulturlandes, b. eine standortangepasste und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion, c. eine auf den Markt ausgerichtete Land- und Ernährungswirtschaft, d. grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen, e. einen ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln. Artikel 105. Alkohol. Die Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr, Reinigung und Verkauf gebrannter Wasser ist Sache des Bundes. Der Bund trägt insbesondere den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums Rechnung. Artikel 106 Geldspiele. Absatz 1. Der Bund erlässt Vorschriften über die Geldspiele. Er trägt dabei den Interessen der Kantone Rechnung. Absatz 2. Für die Errichtung und den Betrieb von Spielbanken ist eine Konzession des Bundes erforderlich. Der Bund berücksichtigt bei der Konzessionserteilung die regionalen Gegebenheiten. Er erhebt eine ertragsabhängige Spielbankenabgabe. Diese darf 80% der Bruttospielerträge nicht übersteigen. Diese Abgabe ist für die Altershinterlassenen und Invalidenversicherung bestimmt. Absatz 3. Die Kantone sind zuständig für die Bewilligung und die Beaufsichtigung. A. der Geldspiele, die einer unbegrenzten Zahl Personen offenstehen, an mehreren Orten angeboten werden und derselben Zufallsziehung oder einer ähnlichen Prozedur unterliegen. Ausgenommen sind die Jackpot-Systeme der Spielbanken. B. der Sportwetten. C. der Geschicklichkeitsspiele. Also A. der Geld, also nochmal Absatz 3. Die Kantone sind zuständig für die Bewilligung und die Beaufsichtigung A. der Geldspiele, und dann geht das weiter, und dann kommt B. der Sportwetten und C. der Geschicklichkeitsspiele. Nicht, dass man denkt, B und C sind Teil von ausgenommen sind die. Absatz 4. Die Absätze 2 und 3 finden auch auf die telekommunikationsgestützt durchgeführten Geldspiele Anwendung. Absatz 5. Bund und Kantone tragen den Gefahren der Geldspiele Rechnung. Sie stellen durch Gesetzgebung und Aufsichtsmaßnahmen einen angemessenen Schutz sicher und berücksichtigen dabei die unterschiedlichen Merkmale der Spieler, der Spiele sowie Art und Ort des Spielangebots. Absatz 6. Die Kantone stellen sicher, dass die Reinerträge aus den Spielen gemäß Absatz 3 Buchstaben A und B vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke, namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport, verwendet werden. Absatz 7. 7. Der Bund und die Kantone koordinieren sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das Gesetz schafft zu diesem Zweck ein gemeinsames Organ, das hälftig aus Mitgliedern der Vollzugsorgane des Bundes und der Kantone zusammengesetzt ist. Artikel 107. Waffen und Kriegsmaterial.
Absatz 1. Der Bund erlässt Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition. Absatz 2. Er erlässt Vorschriften über die Herstellung, die Beschaffung und den Vertrieb sowie über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial. Nachher geht es weiter mit dem 8. Abschnitt: Wohnen, Arbeiten, soziale Sicherheit und Gesundheit.